Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum montäglichen Märchen- und Seifen-Orakel. Wie geht es dir heute? Es war Zeitumstellung, ne? Spürst du die auch so stark? Ich bin jedes Jahr im Frühling, März, bei der Umstellung, erst einmal einen Tag richtig, richtig müde. Mindestens. Und dabei, weißt du was, habe ich neulich erst wieder gelesen, ich hätte es schon fast verdrängt, die Abschaffung dieser Zeitumstellung wurde schon im Jahr 2018 von der EU beschlossen. Ha, genau. Und weißt du, warum die nicht bisher noch nicht umgesetzt wurde? Weil man sich nicht darauf einigen konnte, welche Zeit man nun lässt. Naja, wobei ich mich frage, worauf man sich da einigen muss. Ganz persönlich bin ich der Meinung, wirklich nur ganz persönlich, dass man, wenn man etwas Künstliches zusätzlich einführt, das alle krank und müde macht und Unfälle verursacht oder Unfälle begünstigt und, keine Ahnung, die Leute dazu bringt, die Rehe am Waldweg totzufahren, und dann beschließe ich, dass ich das wieder ändern möchte, dann streiche ich doch das Künstliche einfach wieder weg und fertig, oder? Aber nein. So einfach geht das nicht. Nun denn, wie auch immer, auch für diese Woche gibt es ein Seifenorakel, eine Prophezeiung. Und wie immer verwende ich dafür mein Seifenorakel-Set. Wenn dir das gefällt, dann gibt es hier um das Video herum den Direktlink, wo du es für dich zu Hause käuflich erwerben kannst. Es besteht aus... So, diesen 16 bunten Themenkarten und einem Begleitheft, in dem die Themenkarten ein bisschen beschrieben sind. So, bevor ich mische, ebenfalls wie jedes einzelne Mal erzähle ich dir, dass dieses Orakel ein allgemeines Orakel ist für die ganze Woche, das vielleicht gerade heute nur für dich gilt. Vielleicht ist es auch eine allgemeine Schwingung, die ich einfange und die für alle gilt, die einfach da ist und mit der man eben umgehen kann oder auch nicht. Auf jeden Fall kann man es nur aktiv und bewusst tun, wenn man davon weiß. Also, wie auch immer, ob eine Botschaft nur für dich oder eine Botschaft auch für dich, auf jeden Fall wird es eine Botschaft und ich werde sie dir jetzt gleich erzählen, wenn die Karten sie mir verraten haben. Also, ich konzentriere mich, ich schließe die Augen und mische. Und frage die Karten, was ist es? Welche Botschaft soll für diese Woche hinaus in die Welt? Welche Botschaft ist es, die die Person, die jetzt hier gerade zusieht, jetzt hier genau gerade wissen soll. Was soll ich allen sagen, die dieses Video sehen? Was wird genau dieser einen Person, für die das jetzt wichtig ist, helfen, ihren Weg gut und glücklich weiterzugehen? An den nächsten Schritt zu machen, der sie auf ihrem Lebensweg weiterführt, die Person. Was soll ich der Welt heute sagen? Schneewittchens Geheimnis. Schneewittchens Geheimnis ist eine... Oh, das ist eine sehr schöne Botschaft. Die mag ich. Ich mag alle Botschaften immerhin. Habe ich das Set ja gemacht, weil ich sie alle mag. Aber manche sind einfach besonders herzergreifend. Ich beschreibe euch zuerst die Karte.
Erstens, sie spiegelt hier, weil die Karten einzeln laminiert sind. Es ist ein Seifenorakel, da darf auch mal ein Tröpfchen Wasser dazukommen. Warum es Seifenorakel heißt, erzähle ich euch in dem Video hier. Wo? Hier. Jo. Ja, da. So. Zweitens, ihr seht auf diesem Video, auf diesem Bild eine Blume mit einer Blüte und Blättern und Wurzeln, auf die von oben so eine Art Regenbogentropfen fallen, also quasi die Energie tankt im hellen Sonnenlicht. Ne? Das hin und herum ist gelber Sonnenschein und es ist schönes Wetter. Diese Blume wächst zwischen zwei stilisierten Händen. Die eine besteht aus nackter Erde und Fels oder so und die andere ist grün und saftig. Und jetzt lese ich euch vor, welche Botschaft auf der Karte steht und danach wieder aus dem Begleitheft. So. Einer Blume ist es egal, wohin ihr Samen fiel, ob Schutz sie umgibt oder grünes Gras. Sie senkt ihre Wurzeln in die Erde, streckt sich dem Licht entgegen und erblüht. Ja. Die Blume kann sich sehr auch selten aussuchen, wo ihr Samen hinfällt. Die muss nehmen, was sie bekommt. Und jetzt sehen wir, was im Begleitheft dazu steht. Königin, Freier, Lied der Nachtigall, Landesmann, das ist zu weit. Waldfee, Schneewittchens Geheimnis. Wie immer kurz zur Erklärung, ich habe in diesem Begleitheft auf der linken Seite immer kurz die passende Seife beschrieben mit ihren Inhalten und ihrer Botschaft. Und auf der rechten Seite, ganz klein, auf DIN A7 zusammengefasst, einen Teil der Botschaft des Themas. Einfach um eine Ideenanregung zu bekommen, was die Botschaft für dich dann ganz persönlich bedeutet, wirst du dann eh selbst herausfinden. Also, ich beginne mit der Seife. Sie hat ein Geheimnis. Shea Butter, weich und weiß wie Schnee, legt sich sanft auf ihre Haut. Glitzerndes Salz und schwarze Aktivkohle aus den dunklen Tiefen der Erde lassen sie strahlen. Leuchtende Sonnenblumenfelder, Olivenhaine und Kokospalmen. Die ganze Welt steht ihr offen. Sie findet überall ein Zuhause. Umgeben vom Apfelduft der Heimat hält sie weiche Vanille sanft geerdet und die Zitrone erzählt Märchen aus fernen Ländern, während der magische Salbei sie schützt und behütet. Sie hat ein Geheimnis. Sie teilt es mit dir. So, und nun die Botschaft des Themas, also ein Teil. Du wirst dein Schicksal erfüllen. Egal, ob du damit haderst oder ob du dich daran erfreust. Die äußeren Umstände sind nur das Material, das dir dafür zur Verfügung steht. Wie kreativ gehen Kinder mit Gegenständen um, bevor ihnen jemand ihre eigentliche Funktion erklärt hat. Kinder denken nicht in engen Grenzen des Verwendungszwecks. Diese Unschuld geht erst später Stück für Stück verloren. Das muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Zu wissen, wofür etwas gedacht ist, kann auch viele weitere Möglichkeiten eröffnen und die Kreativität beflügeln. Doch lass dich davon niemals einschränken. Es ist dein Leben und du allein entscheidest, welches Material du wie verwendest, um es zu gestalten. Nimm das gedachte Werkzeug oder funktioniere etwas um, gestalte es um oder schmilz es ein, um es komplett neu zu formen. Lass dich inspirieren oder nimm etwas Altbewährtes. Suche dir Feinde und lerne an ihnen oder finde Freunde und lerne mit ihnen. Denke daran. Dem Schicksal ist es egal, ob du mit ihm haderst oder ob du dich an ihm erfreust. Naja, so wie ich das jetzt gelesen habe, klingt es ein bisschen wie eine Drohung, aber ich glaube, so ist das überhaupt nicht gemeint. Es ist einfach nur inspirierend und ja, nimm, was du zur Verfügung hast und mach daraus, was dir am besten gefällt. Das war die Botschaft für diese Woche. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, lasse gern ein Like bei diesem Video, teile es, erzähle es weiter.
zeig mir mit deiner Reaktion oder mit einem netten Kommentar, dass dir meine Videos gefallen. Ich zeig dir noch einmal die Karte, dass dir meine Videos gefallen und dass dir das Seifenorakel vielleicht sogar ein bisschen die Wochen versüßt. Also, ich freue mich auf nächsten Montag, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche mit der Botschaft von Schneewittchens Geheimnis. Alles Liebe und bis bald.